Ja, hallo Freunde der Mini-Tutorials. Es werde Licht steht im Raum. Und zwar habe ich mir überlegt, aufgrund einer Frage im PSD-Tutorials-Forum ging es darum, wie erstelle ich Licht in einem Haus. Ja, das Haus sollte noch ein klein wenig so einen Horror-Look bekommen. Und ich habe gedacht, perfekt für die Einsteiger, wir machen ein kleines Mini-Tutorial daraus. Also, ich werde euch zeigen, um was es geht. Das hier ist das Ausgangsmaterial. Ihr seht ein sehr schönes Haus, etwas gespenstisch und eignet sich eigentlich sehr gut für unsere Umsetzung. Aus diesem Bild werden wir dieses Bild hier machen. Ein kleiner Horrorlook mit Licht im Haus und genau um diese Lichtreflexe geht es auch. Zelle 4 war das übrigens der, das im Thread geschrieben hat, weil er nicht genau wusste, wie das umgesetzt werden will. Und deswegen widme ich mal dieses Video-Tutorial den Einsteigern und natürlich auch Zelle 4. Ich hoffe, ihr könnt davon profitieren, was lernen und wie gewohnt, schreibt mal auch in die Anmerkungen in den entsprechenden Thread, ja, ob ihr da was rausziehen konntet und ob es okay war oder wie auch immer. Ich höre mir immer gern Feedback an und nur zu. Also, los geht's. Wie ihr seht, im Endbild habe ich natürlich auch etwas mehr dramatischen Himmel reinbringen wollen, weil das doch relativ langweilig aussieht. Und wie man das hier jetzt ganz freistellt, zeige ich euch jetzt gleich. Wir wechseln dazu mal in die Kanäle rein. Und wenn ich da mal reinblicke, dann ich lösche mal diese Sache hier, die habe ich noch vergessen. So, dann stelle ich schnell fest, dass eigentlich am geeignetsten für meine Maske der Blaukanal ist. Und den werde ich mir mit einem Rechtsklick gleich mal duplizieren. Blende hier ein und hier aus. Und gehe unter Bild, Korrekturen, Tonwertkorrekturen. Das heißt, ich will mir ja natürlich eine Maske erstellen, deswegen kann ich das Ganze auch schon mal so gut vorbereiten, wie es geht. Ich schiebe hier einfach mal, ja, einfach mal rauf und stelle fest, hier wird schon eine sehr coole Maske angezeigt, ziemlich schwarz, genau das, was ich brauche. Das hier wird auch etwas grau, das können wir hier korrigieren mit diesen Sachen hier. Und ich sehe hier auch gleich, ah, da ist noch so ein Rest Wolke mit dabei. Ich bestätige das mal mit OK. Und jetzt kann ich auf meiner Maske hier mit dem Abwedlerwerkzeug und unter Bereich Lichter, weil das ja hier Lichter sind oder helle Bereiche sind, kann ich ruhig meine Belichtung hochsetzen und fahre hier einfach mal ein paar Mal drüber, bis das hier verschwinden wird. Ihr seht, es geht schon ziemlich gut weg. Ihr braucht keine Angst zu haben, bei Schwarz und der Einstellung Lichter passiert hier gar nichts. Also kann man wirklich ein paar Mal drüber fahren, bis das. Ich werde mal meinen Pinsel größer machen, dann geht es ein bisschen schneller. So, hier bei den Tannenbäumen auch noch. So. Und jetzt habe ich hier noch ein paar weiße Stellen. Die kann ich ganz einfach wegmachen. Und zwar mit einem Pinsel, schwarzer Farbe, 100% Deckkraft. Mache ich hier einfach ein paar Mal drüber. Ich gucke mir hier das hier nochmal an. Da, diese kleinen Stellen da. Und ich sehe hier auch im Haus, gibt es da noch, genau, hier gibt es auch noch ein paar, hoppla, nicht freistellen, abbrechen. Das wollte ich jetzt nicht. So, hier nochmal der Pinsel. Nochmal der Pinsel. So, jetzt klappt's. Das hier ist auch alles gut. Da gibt es noch so einen kleinen weißen Punkt, der da nicht hingehört. Guck noch mal meine Maske durch, inwiefern das passt. Ja, das sieht gut aus. Hier ist auch nichts mehr von den Wolken zu sehen. Gucken wir mal da rein. Vielleicht müsste ich hier noch mal durchfahren. Genau. So. Ich habe hier meine Maske erstellt. Kann hier auf meine Kopie wieder zurückgehen mit gedrückter Command- oder Steuerungstaste, klicke ich da mal drauf, dann habe ich hier meine Auswahl. Dann blende ich meine Kanäle wieder ein, sonst sehe ich das Bild nicht. Diese blende ich aus, sonst bleibt es hier rot. Da ich diesen Kanal nicht mehr wirklich brauchen werde, gehe ich zu meinem Bild zurück. Ich möchte auf einer Maske arbeiten, drücke die Alt-Taste, klicke da mal drauf und das passiert. Du siehst hier, ich habe
noch ein paar weiße Kanten, Lichtreflexionen von den Wolken oder ja, da war es zu fein, da konnte er nicht raus. Aber das können wir auch ohne Probleme korrigieren. Ich habe da meinen Himmel schon eingefügt, damit man das besser auch sieht. Jetzt kann ich hier unter Maske, klicke ich da einfach mal doppelt drauf. Ich mache hier schon mal eine kleine weiche Kante von 0,5 Pixel. Maskenkante. Das hier blende ich wieder aus, sonst sehen wir das nicht so gut. Und jetzt kann ich hier, ich wähle hier gerne, in diesem Fall gerne schwarz aus, weil ich hier sehen möchte, ob sich da was getan hat. Und das kann man halt bei diesem Bild am besten mit einem schwarzen Hintergrund machen. So. Dann habe ich hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich nehme mal hier die Kante verschieben. Guck mal, was passiert. Ja, das sieht schon mal nicht mal so schlecht aus. Aber noch nicht genau das, was ich will. Ich versuche es mal mit Abrunden. Ja, da wird es ein bisschen kantiger. Eigentlich nicht unbedingt das, was ich will. Also deswegen zurück. Weiche Kante habe ich ja vorhin schon eingestellt. Guck mal mit Kontrast. Ja, da passiert eigentlich ehrlich gesagt auch nicht viel. Aber bei diesem Smart Radius, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt gucken wir mal, was hier noch, ob da noch mehr geht. Ja, du siehst hier die kleinen weißen Stellen. Das ist nicht so weit schlimm. Smart Radius. So. Und jetzt gucken wir mal, was da passiert. Farbe dekontaminieren. Gucken wir mal Stärke. Ja, da tut sich auch noch was bisschen. Ich denke mal, so könnte es man auch gut belassen. Also hier ist es gut. Diese paar weißen Stellen, das muss uns nicht groß stören. Aber ich denke, damit kann man sehr gut zufrieden sein. Ich bestätige mit OK. Und habe hier natürlich eine neue. Die hier kann ich wieder löschen. Die brauche ich nicht. So, kann hier eigentlich auch weitermachen. Jetzt sehe ich hier gleich, dass da eine weiße Stelle ist. Ich gehe hier auf diese Ebene, nehme mir den Kopierstempel, pick mir hier einfach ein paar bisschen Ding aus und klicke dann ein paar Mal ins Bild, nehme da immer wieder mal was auf, dann sieht das eigentlich kein Mensch mehr. Ob wir jetzt da noch ein paar weiße Stellen haben, das ist nicht weiter schlimm. Das sieht man nachher im Endbild ehrlich gesagt auch nicht mehr groß. So, da. Hier auch nochmal ein bisschen. So, da können wir eigentlich ein bisschen rumtricksen. Das wär's mal. Was brauchen wir für diese Nachtszene? Also, wir gehen weiter. Wir brauchen im Grunde genommen eine Schwarz-Weiß-Maske, damit das alles relativ einheitlich wirkt. Und das wende ich jetzt auch gerne mal an. Und zwar, ich mache vorher noch was anderes. Ich lege mir eine neue Ebene an, mache eine Schnittmaske daraus, fülle diese ganze Ebene mit bearbeiteten Fläche füllen. 50% Grau passt ganz gut. Ändere hier meinen Modus auf weiches Licht und gehe hier in meinen Nachbelichter-Werkzeug, wähle hier die Mitteltöne aus. Mal gucken, was ist da hier? Ja, so 17, 20%. Ja, machen wir mal 5, 23, das passt schon. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was korrigieren. Ich drücke die Alt-Taste, fahre da ein paar Mal durch. Ja, kann hier noch ein bisschen abdunkeln. Also so quasi so ein Dodge and Burn. Und ich denke, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Hier noch auch noch ein bisschen. So. Ja, das passt schon ganz gut. Diese hier, wie gesagt, die werden wir nachher später sowieso nicht mehr sehen. Okay, weiter geht's. Wir wollen hier ein einheitliches Bild machen, deswegen ändere ich mal auf Schwarz-Weiß. Da habt ihr jetzt natürlich einige Regler, die ihr hier tätigen könnt. Das ganze Grün etwas verkräftigen, etwas heller machen, das ist euch überlassen. Ich habe da ehrlich gesagt eigentlich gar nicht mal so groß rumgedreht. So. Drück mal auf Automatisch. Ja, automatisch klingt eigentlich immer gut. Das passt soweit. Das lassen wir auch so. Jetzt fehlt uns natürlich,
Ja, so ein gewisser Horrorlook, so eine kühle Farbe. Und das mache ich in der Regel meistens über eine Farbfläche. Nicht unbedingt gelb, aber ich lasse es mal so. Ändere hier meinen Modus auf weiches Licht. Das sieht sehr spektakulär aus, aber das wollen wir nicht. Wir wollen da eher so einen Blauton haben, eher dunkel. Das ist vielleicht schon ein Stückchen zu dunkel. Vielleicht noch ein bisschen heller. Ja. Kann eigentlich gut hinkommen so. Ich belasse das mal so. Und dann habe ich eigentlich noch eine Gradationskurve erstellt. Und zwar bin ich da direkt über den Blaukanal gegangen. Ich habe diesen Wert hier leicht hochgesetzt. Dann wird das noch ein bisschen bläulicher. Ich habe diesen Wert hier etwas runtergesetzt. Dann bekommt er ja so eine Türkis-Petrolfarbe noch zusätzlich und wirkt noch ein klein wenig kühler. Ich kann die Ebene mal ein- ausblenden. Das ganze Bild bekommt so einen Blaustich, also überall wirklich in den Tiefen auch noch mal und so weiter. Wenn ich das nur ohne diese Farbebene machen würde, dann würde ich meinen Farblook nicht erzeugen können. So, deswegen habe ich diese beiden Ebenen kombiniert. Ich habe dann zusätzlich, weil ich dachte, man könnte man vielleicht über eine selektive Farbkorrektur, das war falsch, nochmal selektive Farbkorrektur, so. Und unter den Grautönen habe ich gedacht, da geht vielleicht noch etwas, um etwas mehr kühlere, grünliche Farbstimmung zu erzeugen. Und habe da an diesen Ringeln ein klein wenig rumgedreht und mit Schwarz oder kann man das Ganze noch ein bisschen dunkler machen? So. Ich habe auf absolut gewählt. So. So passt es mir eigentlich persönlich am besten. Dann habe ich nochmal eine Schwarz-Weiß-Ebene angelegt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich wollte diese Bereiche hier nochmal ein Stückchen dunkler hier haben. Und aber diesmal nicht so stark in der Deckkraft. Ich habe das extrem reduziert, habe das auf normal belassen. Und ich versuche es mal mit multiplizieren, was da passiert. Ja, das wird doch schon ziemlich dunkler. Genau das war's. Oh, so. Passt eigentlich sehr, sehr gut. Gefällt mir. So lassen wir das auch. Ja, 20, 30%, vielleicht 25, gucken wir mal. Ja, es wird noch mal ein bisschen kräftiger. Okay. Das war jetzt eigentlich so plus minus die ganze Einstellung, was das Haus angeht, die düstere Stimmung, die kalte Farbstimmung durch den Blauton. Und jetzt machen wir uns an das Licht ran. Dazu erstelle ich eine neue Ebene. Ich nehme hier einen Gelbton, nicht so ein, ja, darf ruhig schöner Gelbton sein, vielleicht nicht so dunkel, so in etwa. Das dürfte eigentlich gut hinkommen. Ich gucke nochmal kurz. Ja. Wo ist er? Ich blende hier aber mal kurz ein aus. Genau. Das war dieser hier. Erhöhe mal nochmal an 100%. Dann habe ich vielleicht auch noch meinen Farbstich. Dann kann ich den gleich mal auswählen. Genau. Ich kopiere mir hier einfach nochmal kurz die Farbe raus, damit wir ungefähr das gleiche Bild haben. So. Jetzt habe ich das Bild natürlich ganz schön angezoomt und mal hier mit einem, ja, relativ harten Pinsel, vielleicht nicht ganz so hart, 50-60%, und mal mir hier meine Fenster ein. Das kann man hier eigentlich relativ gut machen, wenn man da ein bisschen drüber geht, ist nicht so schlimm. So, mal das hier schön aus. Das ist jetzt ein bisschen Fummelarbeit. Wichtig war mir dabei, dass man diese ganzen Balken mitlässt. Ja, gefällt mir doch nicht so. Ich mache das wieder zurück. Entschuldigung. So, jetzt passt es wieder. Ich gehe hier wieder zurück auf meinen Pinsel. Und dann male ich mir wirklich nur die Fenster aus. Weil das Licht soll dann natürlich auch durch dadurch schimmern. Und das sieht jetzt einfach realistischer aus, wenn man auch den Fensterrahmen, sage ich jetzt mal, nicht mit einmalt. So, zoome ich nochmal hier ran. Das war ein bisschen zu viel. So, noch ein Stückchen weg da. So. Also, gehen wir mal weiter.
Hier. So, so, so. Hier runter. Hier nochmal. Machen wir das aus. Man kann das Ganze jetzt auch über Pfade machen, aber das ist hier wirklich nicht notwendig. Man kann auch, ich versuche es mal, hat es vorhin zwar nicht ausgetestet, ob das funktioniert, aber es könnte eigentlich auch ganz gut klappen. Ja, ich denke, wir sind eigentlich genau gleich weit, wie wenn wir das malen würden. So, von daher bleiben wir auf der Ebene. Hier Shift-Taste gedrückt halten, da habe ich gerade Linien. Hier kann man das so lösen. Es ist wirklich, für mich war jetzt persönlich wirklich wichtig, wie gesagt, dass man wirklich dieses Fensterkreuz dabei behält. Das machen wir mal hier etwas schneller. So. Hier auch. Mal war das aus. Kann hier diese Stellen hier auch noch anmalen, aber ich denke, zu Demonstrationszwecken reicht es, wenn man es hier wirklich nur grob mal kurz macht. Sonst wird das wieder ein Riesen-Tutorial anstatt ein Mini-Tutorial. Deswegen machen wir das mal so. Also machen wir das hier aus. Hier geht es weiter. So, so. Dieses Pünktchen hier noch, da oben vielleicht noch ein Stückchen. So, das letzte Fenster. Und dann haben wir es eigentlich auch schon bald geschafft. Also ich habe wirklich, als ich das Bild noch mal rumprobiert habe, habe ich es mit ja etwas hellerem Gelb probiert. Geht auch, aber mir persönlich hat es jetzt nicht so gefallen, weil ich denke, dass gerade so alte Häuser da eher ja, stellt mal so ein wie sagt man dem schönen Deckenbeleuchtung haben, vielleicht so ein Kronleuchter, der hat doch relativ warmes Licht, also eher warme Farben. Und deswegen habe ich da wirklich mehr Gelbstich reingelegt und sah für mich persönlich auch um einiges besser aus. So, ich glaube, wir haben es im Großen und Ganzen geschafft. Jetzt seht ihr auch, dass da schon Licht ist. Das ist meiner Meinung nach etwas zu grell, etwas zu viel. Deswegen reduziere ich das Ganze auf, ja, sag ich mal, 60%, um dem Ganzen etwas mehr Realismus zu bringen. Habe ich hier das Ganze kopiert, zweimal. Die zwei Ebenen blenden wir aus, die brauchen wir jetzt zurzeit im Moment nicht. Eventuell, vielleicht kommen wir auch nur mit einer aus, aber gucken wir mal. Sicher ist sicher. Also, der nächste Schritt ist, wir gehen hier auf unsere Originalebene zurück, also die, die wir nicht kopiert haben, wenden den Ebenenstil an. Und zwar mit Doppelklick da drauf, den Schein nach außen. Ich schiebe das mal ein bisschen zurück. Jetzt sieht man hier, was passiert da genau? Negativ multiplizieren, man kann hier auch lineares Licht nehmen und gucken, was das ist, ein bisschen spielen angesagt. So, das soll ein bisschen scheinen und deswegen habe ich meine Sachen nicht, mein Kreuz nicht angemalt. So sieht man natürlich auch das Ganze besser. Ich möchte hier noch ein bisschen reduzieren. Ja, das war vielleicht so. Passt eigentlich ganz gut. Gucken wir mal, was wir hier noch strahlendes Licht. Ja, strahlendes Licht passiert in diesem Moment nicht viel, weil das Bild relativ dunkel ist. Deswegen hartes Licht, gucken wir mal. Ja, das kann sich auch noch sehen lassen. Aber ich denke mal,
Bleiben wir beim linearen Licht, das passt schon. Dann können wir hier nochmal mit der Intensität spielen. Dann würde ich mal das Ganze auf 50% belassen. Das ist auch okay. Es soll auch nicht übertrieben sein. So, dann schnappen wir uns die zweite Ebene. Wir wollen ja hier so einen Lichtschein haben. Also nehmen wir uns den Filter unter Weichzeichnungsfilter. Finden wir die Bewegungsunschärfe. Und da sieht man eigentlich schon, was wir da haben wollen. Ich denke, der Abstand passt, der Winkel passt. Vielleicht noch ein bisschen so. Ja, noch ein Stückchen. Weil der Kronleuchter müsste ja da oben sitzen. Deswegen vielleicht zwei, drei. Ja, mal gucken. Und der Lichtkegel fällt dann so runter. Also ich denke, so bin ich ganz zufrieden. Was jetzt natürlich nicht so toll aussieht, sind diese Stellen hier auf der linken Seite. Die müssen wir natürlich wegmachen. Das machen wir am besten mit dem Radiergummi. Zoom mal hier nochmal an. Das darf ein weicher Radiergummi sein. Das darf ruhig 100% Deckkraft haben. Und den radieren wir hier einfach wirklich nur aus. Also eigentlich genau diese Stellen, die wir nicht unbedingt haben wollen, hier oben. Wenn das da ineinander rübergeht, das ist okay. Das soll uns nicht groß stören. Und das hier weg. Da oben noch, das Fensterchen da oben, das gehört da auch nicht hin. So, da sieht das Ganze eigentlich schon mal gar nicht schlecht aus. Was uns jetzt aber auffällt, ist, dass das Licht über die Balken geht. Das sollte ja eigentlich auch nicht unbedingt sein. Da ist es nicht störend, weil da kommt noch Nebel hin. Aber hier persönlich finde ich es, ja, es ist fast schon zu viel oder stört. Deswegen den Pinsel kleiner machen, hier mal drüber fahren, so dass wir ungefähr den Balken wieder frei haben. Gucken mal hier. Hier passt das eigentlich auch ganz gut. So. Ich würde mal sagen, ja, da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel genommen. Gehe mal ein paar Schritte zurück. Zoome ich nochmal ran. So. Shift-Taste drücken, runterziehen. Hier kann man auch nochmal reduzieren. So, das passt eigentlich schon ganz gut so. Okay. Wem das jetzt immer noch nicht ausreicht, der kann das ganze Spiel nochmal wiederholen. Und zwar haben wir hier das gleiche nochmal, Bewegungsunschärfe. Und man könnte jetzt, wenn man wollte, das Ganze mit Steuerung oder Command einfach ein bisschen zerren, damit sich der Eindruck erweckt, eh, das sind ja mehrere Fensterkegel oder Lichtkegel, die da fallen. Also, hier wieder dasselbe Spiel, alles was überflüssig ist, kommt weg. Da oben. Diese Seite hier, da kann man ruhig mal ein bisschen gröber durchfahren. Auch hier kann man wegmachen. So, das hier. Das war ein bisschen zu viel. So, aufpassen. Hier dasselbe Spiel an den Fensterbalken. So. Oder an diesen, nicht Fensterbalken, wie sagt man, die Balkonstützen. Hier vielleicht noch da. Aus. Da kann man auch wegmachen, genau. So. So. Jetzt haben wir eigentlich schon Licht drin. Also, es ist wirklich reine Geschmackssache. Man kann hier jetzt nochmal mit linearem Licht spielen. Das leuchtet dann ein klein wenig mehr. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich würde hier nochmal auch lineares Licht lassen. Da können wir auch ruhig mal in der Deckkraft reduzieren. Das ist okay so. Hier auch nochmal ein Stückchen. Was gibt uns weiches Licht? Ja, nee. Da können wir es eigentlich auf normal. Hoppla, das war sprinkeln, das wollte ich nicht. So, normal, so rum. Okay. Reduzieren wir das mal in der Deckkraft. Das passt eigentlich so. Also es ist wirklich reine Spielerei. Man könnte jetzt auf dieser letzten Ebene noch ein bisschen weichen Gaußschen Weichzeichner anwenden, damit das Ganze nicht so extrem hart wirkt. Und ich denke, das kommt sogar auch gut. Gucken wir mal mit 6-8%. Also mir gefällt es so sehr, sehr gut. Das lassen wir auch so. Und ja, eigentlich hätten wir unser Haus jetzt schon fast fertig. Was man hier vielleicht noch machen könnte, ist so ein bisschen Nebel, damit man das Geisterschloss auch, ja, noch, wie soll ich sagen, noch ein bisschen unterstützen kann. Ich bleibe hier beim Gelb, weil es soll sich ja hier auch
etwas reflektieren. Es soll das Umgebungslicht haben, weil das Licht ist doch relativ stark. Wem das zu stark ist, da kann natürlich die Fläche immer noch oder die komplette Deckkraft etwas runternehmen. Und ich würde mal sagen, sieht sogar fast schon besser aus. Wie sieht es bei diesen hier aus? Ja, auch nicht schlecht. Ich denke, das dürfte nicht schaden. Bisschen weniger runter, dann sieht das schon ganz, ganz gut aus. Gucken wir mal hier, das vielleicht nochmal hoch. Fläche runter. Ja, das sieht ganz, ganz gut aus. Okay, so lassen wir das. Das gefällt mir. Hier war die letzte Ebene. Und da gibt es von Jonas de Roo. Die findet ihr auf DeviantArt. Hat Jonas de Roo, das ist ein Digital-Painting-Künstler. Der hat ein ganzes Brushset zur Verfügung gestellt, wirklich mit allen tollen möglichen Pinseln. Ich kann es wirklich jedem nur anraten. Und da benutze ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig unter, wo war das? Ah, Environment gibt es da zwei Cloud-Pinsel oder auch sogar Mist, das ist Nebel. Und ich nehme hier den zweiten Pinsel, gehe hier in der Deckkraft ganz, ganz runter, dass ich wirklich sachte malen kann. Ich mache den Pinsel wirklich ganz, ganz groß, dann sieht das Ganze besser aus. Und wie gesagt, wir bleiben hier bei der gleichen Farbe. Ich tupfe da einfach ein paar Mal rein. Dann wirkt es so, als würde das Nebel oder dass da Nebel rundherum steht und das Ganze auf das Umgebungslicht ein bisschen reflektiert. Im Moment sieht das etwas komisch aus. Man kann es hier auch übertreiben. Man kann hier ruhig einen größeren Pinsel nehmen. So, so, so. Und ich kann jetzt das Ganze natürlich auch wieder in der Deckkraft runter reduzieren. Wenn ich jetzt zu viel gemalt habe, wie hier in meinem Fall, dann schnappe ich mir den Pinsel, den Radiergummi. Ich gehe hier auch wieder auf meine Wolke. Hoppla, hochgerutscht. So, wo bist du? Hier ist er. Ich nehme diesmal Mist. Das ist eben der Nebel. Und radiere hier einfach das, was mal zu viel war, einfach wieder weg. So. Dann sieht das Ganze schon mal gar nicht mal so übel aus. Hier ist noch ein bisschen Nebel drin. So. Ich würde mal sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Sieht gar nicht mal so übel aus. Könnt hier noch in der Deckkraft noch mal runtergehen. Es muss wirklich nicht viel sein. Ein klein wenig reicht schon aus. Und guck mal, ob ich da hier über Tonwerte noch eine kleine Vignette, also Tonwertkorrektur, noch eine Vignette erstellen kann. Ich mache das ganze Bild ja ziemlich dunkler. Schnapp mir hier das Auswahlwerkzeug. Mach hier so ein ovale Skral oder ovalen Kreis rundherum. Und jetzt, da ich da eine Maske habe, klicke ich da einfach mit der Löschentaste raus. Oder ich fülle das Ganze mit Schwarz. Jetzt passiert Folgendes: Sie sieht etwas merkwürdig aus, aber mit einem Doppelklick kann man hier die weiche Kante einstellen. Und das darf ruhig mehr sein. So, das war zu viel. Oh, so, ja, so kann es eigentlich sehr, sehr gut hinkommen. Jetzt sind hier die Wolken, da das Ganze drumherum ist etwas abgedunkelt. Wem das jetzt nicht so gefällt, der kann hier wirklich einen weichen Pinsel nehmen. Dann noch mal mit schwarzer Farbe etwas größer, auch vielleicht mit 100% Deckkraft mit schwarzer Farbe auf dieser Maske malen. Dann kann man das Ganze noch mal korrigieren. Ich mache das hier noch mal ein bisschen kleiner, so hier vielleicht noch ein bisschen heller. Okay, ja, wir wären eigentlich schon fast am Ende. Ich vergleiche das Ganze noch mal. Genau. Da müssen wir nochmal einblenden. So sieht das Haus. So sieht dieser Entwurf aus. Was stellen wir? Okay. Ich habe hier noch ein bisschen rumgetrickst. Man sieht hier auch, ich habe hier mehr in diesem Bereich gerade hier. Hier gibt es ja deutlich mehr Kreuz zu sehen. Hier ist eigentlich weniger zu sehen. Das können wir eigentlich schnell wieder korrigieren. Ich gucke mal nochmal nach. Nehme hier nochmal den Gummi rein. Reduziere hier. Schnapp mir hier wieder einen kleinen weichen Pinsel. Das kann ruhig noch mal kleiner sein. So. Ja, das kommt gut hin.
und kann hier eigentlich mein Kreuz wieder wegmalen. Das war eigentlich zu viel. Also man kann da ruhig beim Fenstermalen kann man das ruhig etwas besser hochlassen. Aber ich finde, das sieht eigentlich gar nicht mal so übel aus. Mit dem ganzen guck mal hier herum. Vielleicht habe ich da einfach etwas zu viel aufgetragen. Ja, das war etwas zu viel. Ja, so war das gedacht. Also, das Schein nach außen sieht mal gar nicht mal so übel aus. Das passt schon soweit. Und ich würde mal sagen, wir sind an unserem Original hier doch relativ nahe. Wem das Ganze jetzt zu schwach ist, der kann entweder das Ganze nochmal duplizieren oder halt hier wirklich die Deckkraft nochmal raufsetzen. Genau, das würde ich sagen, passt sehr gut. Vielleicht noch ein Stückchen weniger. Ja, ihr seht, es ist wirklich reine Spielerei. Was ich sehr, sehr gerne am Ende eines Bildes mache, ich fasse alle Ebenen mit Command, Shift und weiß ich was alles auf eine Ebene. Und bei Adobe CC gibt es da eine tolle Funktion, und zwar kann ich direkt über das Bild mit dem Kamera-RAW-Filter arbeiten. Da kann ich dem ganzen Bild noch einen letzten Schliff geben. In der Regel gehe ich sofort auf die Schärfe. Ich schärfe das Bild nach. So kommen die Konturen hier besser zur Geltung. Mit gedrückter Alt-Taste maskieren kann ich hier nochmal gezielt wirklich die Konturen eines Bildes nochmal nachschärfen. Und mir gefällt das sehr, sehr gut. Dann kann ich jederzeit meine Farbe korrigieren. Etwas mehr Blau, etwas mehr Wärme. Das will ich ja nicht unbedingt. Aber ich denke, so kann man das gut belassen. Vielleicht noch Ticken grün rein. Belichtung könnte ich auch korrigieren, wenn mir das jetzt nicht so gefällt. Ich kann hier mit den Lichtern spielen. Gerade hier in den Wolken kann ich entweder etwas heller machen. Ich kann die Tiefen aufhellen oder etwas abdunkeln. Ich kann noch mit Schwarz nochmal nachbessern, mehr Weiß hervorholen und so weiter. Was ich sehr, sehr gerne mag, ist diese Klarheit. Das gibt dem Ganzen nochmal so. Sondern noch mal so den letzten Kick, den letzten Schrei. Ich könnte hier auch noch mal die Dynamik erhöhen und ich könnte auch über den Kamera-RAW-Filter die Vignette erstellen. Das ist euch überlassen, ob ihr das über die Tonwertkorrektur macht. Ich habe es jetzt schon gemacht, deswegen brauche ich das hier nicht mehr. Aber ich denke, so bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Bild und das Endresultat kann sich eigentlich doch, würde man sagen, gut sehen lassen. Das ist das, was wir zusammen hier gemacht haben. Das war mein Ausgangsbild. Ach so, genau, die Blitze hier. Ich werde euch das mal kurz an einer Ebene zeigen. Das ist wirklich keine große Sache. Wichtig ist dabei, dass ihr Schwarz-Weiß habt. Dann wählt ihr hier das Verlaufswerkzeug und mit gedrückter Shift-Taste einmal von links nach rechts, nicht über die ganze Breite, sondern wirklich nur so einen kleinen Schimmer. Darf auch etwas mehr sein, das müsst ihr dann rumprobieren. Ich habe für mich so die Erfahrung gemacht, dass das hier eigentlich am besten funktioniert. Und dann geht ihr über Filter, Renderfilter, Differenzwolken. Und siehe da, ich bekomme hier schon so eine Art Blitz. Wenn ich das Ganze jetzt rückgängig mache und vielleicht meinen Verlauf etwas kürzer gestalte, deswegen habe ich gesagt, ihr sollt das da rumprobieren. Wird auch mein Blitz etwas feiner. Also je feiner der Verlauf wird, geradliniger, desto weniger habe ich hier diese, wie soll ich sagen, diesen ganzen Ausbuchtungen. Ich will ja meinen Blitz weiß haben, also hell haben, damit ich das über das Ebenenmodi steuern kann. Ich drücke einfach Command I, Steuerung I und habe hier meinen Blitz hier jetzt schon. Das heißt, ich invertiere das ganze Bild. Das muss ich über Bildkorrekturen, Tonwertkorrekturen. Schnappe ich mir einfach das Schwarze hier und schiebe das einfach mal rüber, bis ich so einen richtig schönen feinen Strich habe. Darf noch etwas mehr sein? Ja, so könnte es eigentlich gut hinkommen. Ich kann jetzt natürlich jederzeit mit dem Pinsel hier eingreifen, was mir nicht so gefällt. Das kann man hier wirklich wieder wegmachen. Ich kann auch nur Teile da lassen. Das ist okay so. Ja, das stört mich. Das kommt weg. Hier, das hier auch noch. Und sonst würde ich mal sagen, kann man das Ganze mal so im Groben belassen.
Das Ganze setzen wir auf negativ multiplizieren. Und Pam, haben wir unseren Blitz. Was natürlich ist, er ist weiß. Das könnt ihr aber ganz einfach mit einer Farbbalance-Ebene, mit Schnittmaske, das so, dass sich wirklich nur über den Blitz auswirkt, könnt ihr das Ganze dann steuern. Also ihr könnt den Blitz grün machen, rosa, wie euch wirklich gerade lustig ist. Es soll da auch ins Bild mit reinpassen. Ihr könnt natürlich dann auch hier wirklich in der Deckkraft etwas spielen, damit das Ganze nicht so grell ist. Und ihr könnt das jederzeit vergrößern, verkleinern, die Länge ziehen und und. Ihr könnt dann natürlich mehrere Blitze kombinieren, guckt euch auch die Wolken an, woher kommt was und so weiter. Alles, was zu viel ist, könnt ihr dann wirklich mit einem Radiergummi oder so ohne weiteres wirklich wegmachen. Und ich dupliziere mir jetzt diese, ich mache das mal auf eine Ebene, mache natürlich nochmal negativ multiplizieren, kopiere mal das Ganze nochmal, ich bekomme den zweiten Blitz da rein. Diesen kann ich dann schieben, wie es mir gerade passt. Ja, vielleicht die andere Seite. Und dann gucke ich mal so, damit es darüber geht. Hier diesen Teil können wir wegmachen. Da vielleicht auch noch ein Stückchen. Und so kann man sich an die Blitze rantrauen. Vielleicht dann wirklich mehrere Ebenen, also mit dem Verlaufswerkzeug, nochmal neue Blitze mit anderen Formen. Es darf ruhig auch mal, ich zeige das hier nochmal. Es darf ruhig auch mal sowas sein. Dann gucken wir mal, was da draus wird. Filter, Differenzfilter. Können wir hier gerade noch mal klicken. Dann habe ich so einen Blitz. Also ihr seht, das Ganze richtet sich immer nach dem Verlauf. Wichtig ist einfach, dass es von links nach rechts, von oben nach unten, das ist euch überlassen. Aber wirklich ein kurzer, nicht über den ganzen Bildrahmen, sondern wirklich nur einmal da quer durch. Das Ganze mit Steuerung I invertieren. Wie gesagt, über die Korrekturen, Tonwertkorrekturen, einfach den schwarzen Regler, ich möchte das Bild wirklich dunkel haben und dann bekomme ich sowas raus. Da korrigieren, wenn es irgendwo nicht passt. Negativ multiplizieren und schon habt ihr wieder einen neuen Blitz, welchen ihr hier wirklich beliebig einfügen könnt. Okay, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen davon und wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Vielleicht braucht ihr das mal und ja. In diesem Sinne wollte ich sagen, das kleine Tutorial ist auch dir gewidmet. Ich hoffe, du konntest da am meisten davon profitieren und ich würde mich freuen, wenn du dann mal im Forum auch dein Resultat mal zeigen würdest. Also, viel Spaß beim Nachbauen und bis demnächst.